Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie bei unserem Pressbriefing heute dabei sein möchten. Und nicht das Wichtigste, aber etwas ganz Wichtiges gleich am Anfang. Alles, was jetzt hier gesagt wird, steht noch unter einer Sperrfrist. Bis kommenden Freitag, den 11.11.2022, nachts um 1 Uhr und eine Minute. Vorher darf nichts von dem, was jetzt hier gesagt wird, publiziert werden oder auf anderen Wegen an die Öffentlichkeit kommen. Vorgestern hat der Weltklimagipfel die COP begonnen und wie jedes Jahr erscheint auch genau dann das Global Carbon Budget. Inzwischen nun schon zum 17. Mal. Nachdem das Treibhausgasbulletin der WMO vor kurzem jeweils historische Höchststände für die atmosphärischen Konzentrationen der drei wichtigsten Treibhausgase berichtet hat, was ja noch nicht überraschend war, denn mit Ausnahme des Pandemiejahres sind ja die Emissionen immer weiter gestiegen, sodass sich das eben auch in den Konzentrationen der Atmosphäre zeigt, präsentiert das Global Carbon Budget nun neueste Trends der Kohlendioxidemissionen. Wie steht es um den Ausstoß aus Nutzung von Kohle, Öl und Gas? Welche Auswirkungen haben Entwaldung und Wiederaufforstung und andere Landnutzungsänderungen? Und in welchem Zustand sind die natürlichen Senken an Land und in den Ozeanen? Im vergangenen Jahr hat das Global Carbon Budget schon wieder einen massiven Rebound bei den Emissionen nach den Einbrüchen des ersten Pandemiejahres berichtet. Und nun dürfen wir also gespannt sein, was heute zu berichten ist. Ich freue mich, dass wir zwei Expertinnen, beide sind auch Autoren des aktuellen Global Carbon Budgets und einen Experten begrüßen können. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch für Ihre Voranmeldung und auch, dass Sie jetzt da sind. Danke für Ihr großes Interesse. Und nutzen Sie dieses Pressbriefing bitte, um Ihre Fragen an die drei ExpertInnen zu stellen. Sie können Ihre Fragen unten hier bei Fragen und Antworten eintragen und wir werden uns dann im Teamwork darum kümmern und versuchen, so viele wie möglich dieser Fragen auch einbringen zu können. Kurz zum Ablauf: Ich stelle Ihnen jetzt die drei Experten vor. Anschließend werden Frau Haug und Frau Pongratz kurz in einer Präsentation die aktuellen Zahlen vorstellen und dann eröffnen wir in wenigen Minuten schon den Raum für Ihre Fragen. Also bitte fangen Sie gerne auch gleich an, so fleißig zu tippen. Beginnen möchte ich mit Ihnen, Herr Minks. Jetzt warte ich noch, dass Sie auch da sind. Professor Dr. Jan-Christoph Minks ist Leiter der Forschungsgruppe Angewandte Nachhaltigkeitsforschung am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, MCC in Berlin. Er ist kein Autor des aktuellen Global Carbon Budgets, aber ich freue mich, dass wir ihn trotzdem für diese Veranstaltung gewinnen konnten, weil er ausgesprochene Expertise zu den Trends bei den Emissionen von fossilen Energieträgern hat. Und so war er auch koordinierender Leitautor im Kapitel 2 der Arbeitsgruppe 3 des aktuellen Sachstandsberichts des IPCCs, dessen Überschrift Emissionstrends und Treibers waren. Dann möchte ich Ihnen vorstellen, Frau Dr. Judith Haug. Sie ist stellvertretende Leiterin der Sektion Marine Biogeowissenschaften und Leiterin der Helmholtz-Nachwuchsgruppe Marine Carbon and Ecosystem Feedbacks in the Earth System im Fachbereich Biowissenschaften am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Und die Runde komplett mache ich mit Frau Professorin Dr. Julia Pongratz. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für physische Geographie und Landnutzungssysteme und Direktorin des Departments für Geographie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie ist auch Autorin des aktuellen Sachstandsberichts und auch meines Wissens des fünften Sachstandsberichts 2014 gewesen. Frau Pongratz, bevor Sie einsteigen mit Ihrer Präsentation, habe ich eine kurze Frage. Sie sind ja jetzt nicht zum ersten Mal Autorin des Global Carbon Budgets. Wie, jetzt mal gespannt, sind Sie denn immer, ob es im aktuellen Jahr wirklich die Trendwende gab? Oder ist das so ein bisschen wie bei einer Steuererklärung, wo man ja immer ein bisschen das Gefühl hat, ja, gibt was wieder oder ich muss was hinterherzahlen? Oder gibt es tatsächlich auch Momente, wo Sie sagen, ach guck, damit habe ich jetzt nicht gerechnet? Die aktuellen Zahlen dann wirklich auf dem Tisch zu haben, das ist dann doch immer erstaunlich, teils erschreckend, aber insgesamt erstaunlich. Und dieses Jahr kam noch dazu, dass wir uns in einem Jahr voller Chaos befinden mit dem Krieg gegen die Ukraine, mit der Covid-Pandemie, die weitergeht. Und von daher war es wirklich extrem spannend, dieses Jahr zu sehen, wie sich die Zahlen dann ergeben. Gut, dann hatten Sie angeboten, dass Sie eine Präsentation zeigen, sodass wir alle ja, wissen, was Sie denn ermittelt haben. Das mache ich gerne. Frau Haug und ich, wir stellen Ihnen jetzt die neuesten Ergebnisse aus dem Global Carbon Budget 2022 vor.
Das ist eine echte Gemeinschaftsanstrengung der internationalen Forschenden. 105 Personen aus 80 Organisationen aus 18 Ländern sind daran beteiligt. Die Folien, die wir Ihnen zeigen, und sehr viel Zusatzmaterial finden Sie auf den Webseiten und dem Material, was Ihnen Herr Wenzel ja sehr gerne dann zur Verfügung stellt. Was ist besonders am Global Carbon Budget? Dass wir alle Terme quantifizieren, die zum Kohlenstoffbudget dazukommen. Also nicht nur die fossilen Emissionen und die Landnutzungsemissionen, sondern auch noch die drei Senken in der terrestrischen Biosphäre, im Ozean und dem, was in der Atmosphäre verbleibt. Und diese projizieren wir bis zum Ende des aktuellen Jahres. Damit können wir den Fortschritt der Nationen hinsichtlich des Erreichens der Ziele des Paris-Abkommens verfolgen. Ist so gleich eine weiter? Genau, ich würde Ihnen dann die globalen fossilen CO2-Emissionen vorstellen. Und auch im Jahr 2022 wird vom Global Carbon Budget hier eben projiziert, dass die Emissionen weiter steigen um etwa 1% im Jahr 2022. Das ist in gewisser Weise eine Verlangsamung des Anstiegs der Emissionen, denn die Anstiegsrate war 3% pro Jahr in den 2000ern. Und ungefähr 0,5% in der letzten Dekade. Es liegt aber eben mit 1% auch über dem Durchschnitt der letzten Dekade. Und die Emissionen im Jahr 2022 sind leicht höher als die Emissionen in den Jahren 2019, also vor der Pandemie und auch im vergangenen Kalenderjahr 2021. Nächste. Genau, die Emissionen werden hier aufgeschlüsselt nach den Quellen. Wo kommen die, aus welchen Erzeugungswegen kommen die Emissionen? Also hier gucken wir an Kohle, Öl, Gas und Zement. Und die Emissionen aus Kohle- und Ölverbrennung sind gestiegen im Jahr 2022. Und der größte Treiber ist hier tatsächlich die Zunahme in den Ölemissionen. Das wird in Verbindung gebracht mit dem Wiedererstarken des internationalen Flugverkehrs hauptsächlich. Diese Emissionen aus Öl sind aber immer noch niedriger als die Emissionen im Jahr 2019. Und da Sie nach überraschenden Erkenntnissen gefragt haben, einer sieht man hier in den Kohleemissionen, denn es war lange davon ausgegangen, dass wir den Peak, den Höchststand der CO2-Emissionen aus Kohleverbrennung tatsächlich schon überschritten hätten. Aber das Jahr 2022 könnte tatsächlich ein neuer Höchststand der CO2-Emissionen aus Kohle sein. Die Emissionen aus Gasverbrennung und Zementproduktion sind leicht gesunken. Und wenn wir das aufschlüsseln nach den CO2-Emissionen pro Land, dann sieht man einen Anstieg der Emissionen in Indien, in den USA, einen leichten Rückgang in China und in der Europäischen Union und auch einen Anstieg in dem, was wir hier den Rest der Welt nennen. Und das beinhaltet auch den internationalen Flugverkehr, der dort zugeordnet ist. Und das ist tatsächlich auch ein großer Treiber dieses Anstiegs, dass eben der internationale Flugverkehr sich nach der Corona-Pandemie jetzt langsam wieder erholt oder wieder erstarkt. In Indien sehen wir eine relativ starke Zunahme der Emissionen. In der letzten Dekade waren das etwa 3% pro Jahr und dieses Jahr wären es 6% anhand dieser aktuellen Daten. Die Emissionen aus Indien liegen damit dieses Jahr über den Emissionen aus der Europäischen Union. Allerdings wären die Emissionen pro Kopf in Indien immer noch nur ein Drittel dessen, was die Pro-Kopf-Emissionen in Europa sind. Das liegt in Indien hauptsächlich an der weiterhin starken Zunahme der Kohleverbrennung und auch durch ein Wiedererstarken des Transports, also der Ölemissionen. In China ist weiterhin die Covid-Pandemie noch ein starkes Thema und dadurch gibt es dort Einschränkungen, insbesondere auch im Bauwesen. In den USA sehen wir die Zunahme hauptsächlich wieder auch durch ein Erstarken des domestischen Flugverkehrs. Und in der Europäischen Union sehen wir hauptsächlich, dass weniger Gas verbrannt wird, weil einfach weniger Gas zur Verfügung steht. Das führt in der EU zu einem Rückgang der CO2-Emissionen aus Gasverbrennung um 10%. Das wird aber teilweise wieder kompensiert durch eine Zunahme der Kohleemissionen um 6,7%.
Kommen wir zu den Landnutzungsemissionen, also den anderen Quellen der anthropogenen CO2-Emissionen. Die Daten zeigen einen leichten Abwärtstrend in den letzten zwei Jahrzehnten, der aber unsicher ist. Sie sehen die große Spannbreite hier. Landnutzungsemissionen sind ungleich schwerer zu bestimmen als fossile, für die gute ökonomische Daten vorliegen. Eine haltbare Aussage ist, dass die Emissionen seit Jahrzehnten hoch liegen und derzeit bei etwa 10% der Gesamtemissionen, wenn Sie also fossile und Landnutzung zusammenrechnen. Die Projektion für 2022 sind 3,9 Milliarden Tonnen CO2. Dabei ist vor allem die fortschreitende Entwaldung ein Problem. Sie sehen hier die Landnutzungsemissionen nochmal aufgesplittet in einzelne Therme. Da stecken ja viele Quellen, also CO2-Emissionen in die Atmosphäre, aber auch Senkentherme dahinter. Und wenn wir jetzt nur die Entwaldung herausholen, dann sehen wir, dass die über das letzte Jahrzehnt bei 6,7 Milliarden Tonnen CO2 lag. Vor allem aus den Tropen stammen diese Emissionen. Die Entwaldung bleibt also trotz aller Versprechungen, auch der Glasgow Declaration letztes Jahr, hoch. Gut die Hälfte der Emissionen aus Entwaldung wird wettgemacht durch Landnutzungsmaßnahmen im Wald. Das sehen Sie hier in grün. Auch hier entstehen zwar Emissionen, etwa durch Forstwirtschaft, aber die CO2-Aufnahme durch den Aufwuchs der Wälder kreiert eine deutliche Senke von etwa 3,5 Milliarden Tonnen CO2. Teilweise geschieht das mit der Intention des Carbon Dioxide Removals, also des aktiven Entziehens von CO2 aus der Atmosphäre. Kleinere Therme, aus denen Emissionen entstehen, sind auch noch die Entwässerung und das Abbrennen von Torfböden und auch noch andere landwirtschaftliche Übergänge. Das regionale Bild der Landnutzungsemissionen ist sehr divers. Hier zeige ich Ihnen die Top 3 Emittenten über das letzte Jahrzehnt ausgewählt. Das sind Indonesien, Brasilien und die Demokratische Republik Kongo. Die drei zusammengenommen verursachen 58% der Landnutzungsemissionen. Teils aber, muss man dazu sagen, für den Export in den globalen Norden. Dem stehen dann aber auch Senken gegenüber, beispielsweise in Teilen von Europa sieht man eine CO2-Aufnahme durch die Landnutzung. Die Gesamtemissionen, wenn wir fossile und Landnutzungsemissionen zusammenrechnen, liegen bei 40,6 Milliarden Tonnen CO2, projiziert für das Jahr 2022. Man sieht Erfolge der Dekarbonisierung, den Ausbau der Erneuerbaren. Die Entwaldung in Brasilien liegt deutlich unter den Werten anfangs der 2000er. Dennoch, wir haben den zweithöchsten Wert der Emissionen in der Geschichte der Menschheit erreicht. Um sicherzustellen, dass die Länder ihre Versprechen einhalten, müssen also unsere Ambitionen verschärft werden und der Schwerpunkt erneut auf die Umsetzung und Durchführung unserer Versprechungen gelegt werden. Wir haben ja nur ein begrenztes Budget zur Verfügung, wenn wir unser bestimmtes Klimaziel erhalten wollen. Wir haben hier die relativ schwache Grenze von einer Wahrscheinlichkeit von nur 50% gewählt und sehen da, dass wir für das 1,5-Grad-Ziel nur noch 380 Milliarden Tonnen CO2 zur Verfügung haben. Das bedeutet, dass wir von jetzt ab einen Einschnitt bräuchte in unseren jährlichen Emissionen von ungefähr 1,4 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Das entspricht dem, was wir im ersten Covid-Jahr im Zuge der Lockdowns hatten. Das zeigt uns also die Skala der Ambitionen, die wir jetzt benötigen. Da wir weiter CO2 emittieren, steigt auch die atmosphärische CO2-Konzentration weiter an. Im Jahr 2022 haben wir eine atmosphärische CO2-Konzentration von 417,2 Parts per Million, ppm, erreicht. Das ist 51% höher, 51% über dem vorindustriellen Wert von etwa 277 ppm im Jahr 1750. Das entspricht einer Wachstumsrate von plus 2,5 ppm im laufenden Kalenderjahr 2022 und ist damit genauso hoch wie im vergangenen Kalenderjahr 2021. Nicht alle Emissionen bleiben in der Atmosphäre. Das sieht man hier nochmal schön. Der Anstieg von 2,5 ppm in CO2-Konzentration in der Atmosphäre, das spiegelt sich hier in der atmosphärischen Wachstumsrate wieder, die man auf der linken Seite sieht. Aber auch Ozean und Land, Biosphäre nehmen CO2 auf und nehmen weiter zu, da atmosphärisches CO2 weiter ansteigt. Die nehmen weiter etwa die Hälfte unserer Emissionen auf.
In der letzten Dekade waren das ganz genau 29% für die Landsenke innerhalb der angegebenen Unsicherheiten und 26% für die Ozeansenke. Obwohl die Senken weiter steigen, in etwa so wie wir das erwarten, anhand der zunehmenden atmosphärischen CO2-Konzentration, können wir mit Modellsimulationen auch bestimmen, dass der Klimawandel diese Senken schon beeinträchtigt. Also 4% ist die Ozeansenke ist um 4% kleiner durch den Klimawandel, also eine allgemeine Erwärmung und auch Veränderung der atmosphärischen Zirkulation und Ozeanzirkulation. Und die Landsenke ist sogar um 17% geringer durch Erwärmung und durch Dürren und Extremereignisse. Ja, vielen Dank dafür. Und ich sehe auch direkt bei Fragen und Antworten den Badge 2 aufploppen. Ich wollte nämlich gerade nochmal aufrufen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht schüchtern, schreiben Sie Ihre Fragen rein. Wir werden versuchen, sie hier im Panel aufzugreifen. Frau Pongratz, Frau Haug, danke erstmal für diese Präsentation. Und irgendwie schluckt man ja immer, wenn man diese Zahlen dann zum ersten Mal sieht. Hemmings, meine Frage an Sie. Die Emissionen steigen weiter. Und trotzdem würde man ja, sie steigen aber langsamer weiter. Und deswegen fragt man sich, sind das jetzt gute oder schlechte Nachrichten? Oder können Sie mit Ihrem Expertenblick vielleicht sogar auch Tendenzen bei bestimmten Treibern der Emissionen sehen, bei denen Sie sagen, ach, das ist doch ein Strohhalm? Ja, ich würde sagen, den Strohhalm haben wir schon im 6. Sachstandsbericht so ein bisschen herausgestrichen. Und der ist ja auch im Global Carbon Project nochmal, im Global Carbon Budget nochmal betont, dass wir haben natürlich jetzt eine wachsende Zahl von Ländern, die auch nachhaltige Emissionsreduktionen hinbekommen haben. Dennoch würde ich sagen, diese Zahlen sind tatsächlich schockierend, weil die große Nachricht ist natürlich, wir stecken immer noch im fossilen Zeitalter fest. Und diese Nachricht hat sich natürlich nicht geändert, obwohl es eine krisengeschüttelte Zeit jetzt war. Die Emissionen sind, es gab den Rebound. Wir werden schon wieder die Höchststände von 2019 im nächsten Jahr wahrscheinlich einholen. Und das ist natürlich keine gute Nachricht. Aber was mich besonders besorgt, jetzt auch nochmal mit Blick auf die Klimaschutzszenarien, ist wirklich die Kohle, wie das hier schon betont wurde. Wenn man sich die Klimaschutzszenarien anguckt, die im IPCC ausgewertet wurden, dann gibt es ein starkes Signal von den Modellen, das wirklich in allen Modellen vorkommt, nämlich, dass die Modelle als erstes aus der Kohle rausgehen. Also das ist das Einfache. Aber wir sind auch beim Einfachen, ist jetzt die neue Nachricht, dass wir auch da das Zeitalter der Kohle noch nicht verlassen haben. Und wir müssen eigentlich bis 2030 laut der Modelle für das 1,5-Grad-Ziel beim Kohleausstieg schon sehr weit fortgeschritten sein. Und da sind wir wirklich auf dem falschen Weg. Und deswegen würde ich sagen, dieses Global Carbon Budget ist ein weiterer starker Call an die Politik, dass hier umgelenkt werden muss, weil uns schwimmen die Fälle weg. Frau Pongratz, eine Frage eines Kollegen an Sie, und das ist eine ganz grundsätzliche. Er fragt, die Daten betreffen allein die CO2-Emissionen, nicht CO2-Äquivalente. Oder sind noch andere Treibhausgase drin? Carbon Budget könnte ja eben auch Methan mit verbergen. Wir bringen auch, das stimmt, also da ist auch Kohlenstoff drin, wir bringen auch ein Methan- und ein Lachgasbudget raus in regelmäßigen Abständen, aber hier geht es jetzt nur um das CO2-Budget, es sind also wirklich nur CO2, keine Äquivalente. Mhm, gut. Und die nächste Frage eines anderen Kollegen, ich zitiere, ich erinnere mich an das Resümee des 5. IPCC-Sachstandsberichts von 2014. Anführungsstriche, die Emissionen wachsen, wachsen, wachsen. Jetzt die Frage des Kollegen, ist dem 8 Jahre später nichts hinzuzufügen? Und gibt es Abschätzungen, wo wir ohne Erneuerbare oder Aufforstung stehen würden? Ja, Aufforstung kann man vielleicht klar sagen. Also wir sehen diese Flüsse, die sich im Wald ergeben. Da steckt Forstwirtschaft mit drin, die ein Aufwuchs ist, auch eine Emission in die Atmosphäre. Wir haben aber auch Aufforstung. China forstet auf. In Europa haben wir viele Regionen, wo wir schon seit langem aufforsten. Da geschieht schon was. Trotzdem, wir haben 3,5 Milliarden von CO2, die wir da aufnehmen. Das ist sehr wenig im Vergleich zu den 40 Milliarden Tonnen, die wir in die Atmosphäre entlassen. Aber das ist natürlich etwas, was wir ausbauen
können und müssen. Da liegt auch gerade Potenzial im globalen Süden, sich dort einzubringen, kann also vielleicht geopolitisch da auch die Wichtigkeit etwas verschieben. Uns hat im Vorfeld auch eine Mail erreicht eines Kollegen, die hier ganz gut ranpasst. Er fragt nämlich, welche Maßnahmen zur CO2-Reduktion wären die wichtigste oder wichtigsten und müssten global am schnellsten umgesetzt werden? Das waren ja vielleicht zwei Beispiele jetzt gerade schon. Aber gibt es da auch noch was zu ergänzen? Die Emissionsreduktion, das muss getrieben werden durch die Umstellung im Energiesektor. Also das ist die oberste Transformation, die nötig ist und sehr schnell. Der Anstieg der Erneuerbaren, die Erneuerbaren steigen an, um auch da noch auf die Frage zurückzukommen. Aber ein Problem ist auch immer das Abschalten deiner alten Technologien. Man muss also auch aufpassen, dass das nicht nur obendrauf kommt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen, die man neben der Emissionsreduktion durchführen kann, für das nicht jetzt, um uns der Emissionsreduktion zu entledigen, sondern weil wir schwer vermeidbare Emissionen haben. Wenn wir den Paris-Zielen folgen, dann müssen wir netto null werden in einigen Jahrzehnten. Und diese schwer vermeidbaren Restemissionen aus der Landwirtschaft beispielsweise müssen dann durch aktive CO2-Aufnahme der Atmosphäre entnommen werden. Und da zählt Aufforstung, Biomasseplantagen mit Kohlenstoffspeicherung in geologischen Reservoirs etwa und auch viele andere Möglichkeiten, die dann aber erst über die Zeit vielleicht auch hochskaliert werden können, eine Rolle. Können wir gerne noch mehr Details nennen. Auch Herr Minks kann da viel zu anfügen. Ja, bitte, Herr Minks. Ja, vielleicht nochmal konkret. Natürlich, also wo stünden wir ohne die Erneuerbaren? Das ist natürlich klar. Also ohne Klimapolitik generell würden natürlich wären die Emissionen stärker geschrieben. Also das ist völlig klar, dass die Maßnahmen, die Politik bisher ergriffen haben, waren nicht wirkungslos. Aber sie waren halt viel zu schwach. Und da muss man sich halt wirklich nur vor Augen führen, dass wir wirklich jedes Jahr mehr als 1 Milliarde Tonnen CO2 tatsächlich einsparen müssen. Und der Kohleausstieg, den globalen Kohleausstieg zu organisieren in einer Phase, wo das international natürlich schwierig ist, also in einer internationalen Krisensituation, ist eine Riesenherausforderung. Aber das ist natürlich das Zentrale, weil die Kohle ist natürlich besonders CO2-intensiv und da muss ein Haufen Fokus hin. Aber die andere große Nachricht ist natürlich, es geht nicht um eine Maßnahme. Es geht wirklich, wir müssen alles tun. Das ist auch etwas, was die Modelle uns zeigen. Wir müssen alles tun und wir können jetzt nicht hingehen und sagen, ach ja, wir machen ein bisschen was hier, weil das ist besonders wichtig und wir machen ein bisschen was da. Also die Zeiten, wo wir uns hätten herauspicken können, jetzt eins nach dem anderen ganz langsam zu machen, die sind schon lange vorbei. Frau Hock, Sie hatten gerade in der Präsentation kurz auch erwähnt, in welchen Regionen welche Emissionsentwicklungen zu sehen sind. Da passt eine Frage eines Kollegen sehr gut hin. Können Sie aus den Entwicklungen der verschiedenen Weltregionen, und er führt beispielhaft China, USA, Europäische Union auf, ablesen, welche Regierungen sich gerade aktiv für den Klimaschutz engagieren? Anders gefragt, kann man Regionen sehen, die sich auf den Weg Richtung Klimaschutz gemacht haben und Regionen, bei denen das noch nicht passiert? Also ich glaube, es ist schwierig, das zu beurteilen anhand von einem Jahr. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass eben die Emissionen sich wieder auf die gleichen Trendlinien begeben, die eben vor der Covid-Pandemie schon sichtbar waren. Und da sieht man durchaus, dass die Emissionen in der EU, aber auch in den USA sinken seit mehreren Jahren. Und in den Datensätzen und in den Paper listen wir ja auch 24 Länder, in denen eben jetzt schon seit mehreren Jahren die Emissionen sinken und gleichzeitig aber die Wirtschaft auch weiter wächst. Genau, also ich denke aus den Daten, wie sie hier aufgelistet sind, das sind das die Europäische Union und die USA, in denen man das hier sieht. Weil sich jetzt hier ein paar Fragen häufen nach zum Beispiel, welche Länder stoßen prozentual am meisten CO2 aus oder ob es auch Aufstellung von Pro-Kopf-Emissionen pro Land gibt und auch die Frage, ob die veröffentlicht unter Sperrfrist zu bekommen ist. Ich sage ganz am Ende nochmal was dazu. Es gibt die Möglichkeit, wenn Sie uns eine E-Mail schicken, aber das packe ich dann einfach nachher hinten ran. Die nächste Frage stelle ich jetzt mal offen in die Runde erstmal von einer Kollegin. Vor 2 Jahren bei der Vorstellung des Global Carbon Projects wurde von der Green Recovery nach der Pandemie gesprochen.
Was ist aus dieser Green Recovery geworden? Gibt es da ein konkretes Beispiel, wo etwas Vorgeschlagenes, aber nicht umgesetzt wurde? Und ich würde das gerne noch ergänzen. Gibt es denn Fehler, die wir jetzt vielleicht doch noch korrigieren können? Also ich würde einfach anfangen und sagen, es ist ganz klar, dass wir hier eine Chance verpasst haben. Also man sieht es eben, dass es keine Green Recovery gab, sondern dass eben wieder die Gelder und die Mittel in den Status quo gesteckt wurde, um die Wirtschaft zu stärken und tatsächlich die fossile Abhängigkeit der Wirtschaft auch weiter zu stärken. Und vielleicht kann Herr Minks oder Frau Pankratz konkrete Beispiele ergänzen, wenn Sie was im Kopf haben. Also ich meine, zum einen muss man ja sagen, bei Investitionen, die wirken natürlich auch immer eher langfristig, ne? Und ich meine, wenn wir in der Europäischen Union das tun, was wir uns vorgenommen haben im Fit for 55 auch, dann würde das natürlich schon helfen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es im Moment nicht wahrnehmbar ist, wie Frau Hauck gesagt habe, dass es hier wirklich zu einem großen Umschwenken gekommen ist. Das heißt, eigentlich sind ja solche Krisenzeiten, gerade wo wir dann in Infrastrukturen investieren, dann immer eine Chance, weil da auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, finanzielle Ressourcen für so etwas. Aber das hat man ja nicht gesehen. Und von daher, wird es jetzt auch nicht leichter vor dem Hintergrund, dass wir natürlich in Europa und auch in Deutschland mitunter ja gerade wieder anfangen, auch fossile Emissionen oder fossile Energieträger zumindest kurzfristig zu subventionieren. Frau Pankratz, die nächste Frage würde ich gerne an Sie stellen. Ein Kollege fragt, wie genau sind die Angaben, die Sie gerade präsentiert haben? Mit wie viel Prozent Schwankungsbreiten muss gerechnet werden? Könnte die Lage real schlimmer oder besser sein? Also ich erinnere mich, dass Sie die Schwankungsbreite vor allem bei den Landsenkenleistungen, die war sehr, sehr breit. Ne? Aber vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen. Ja, also alle Aussagen, die wir gemacht haben, die sind robust gegenüber der Unsicherheiten, die außenrum sind. Aber die Unsicherheiten bestehen natürlich, die quantifizieren wir auch in der Publikation noch viel ausführlicher als jetzt in den Folien, die wir Ihnen gezeigt haben. Beispielsweise der Anstieg, den wir haben bei den Fossilen um 1% jetzt für 2022, das ist eine Spannbreite von 0,1 bis 1,9%. Also vielleicht ist der Anstieg nicht sehr groß, aber wir sind zuversichtlich, oder in dem Fall ist es eher eine negative Botschaft, dass der Anstieg eben ein wirklicher Anstieg ist. Bei den Landnutzungsemissionen können wir das nicht sagen. Der Trend sieht aus, als ginge er abwärts, aber da würde ich nicht mich aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, das sei robust. Da denke ich eher, die sind einfach immer noch sehr hoch, die Emissionen. Wie genau der Trend aussieht, muss man dann sehen. Und so ist das dann auch, finden Sie dann in der Publikation für die einzelnen Länder dargestellt, die Unsicherheiten um die herum. Grundsätzlich muss man eben sagen, also bei den die Fossilen kennt man deutlich besser, weil da die Daten einfach auf ökonomischen Daten liegen, die man gut kennt. Da steckt Geld dahinter, da ist echtes Interesse, die gut zu quantifizieren. Das ist natürlich bei den Senkenthermen oder bei der Landnutzung nicht der Fall. Und weil Sie gerade die Länder erwähnten, eine Frage eines Kollegen. Was ist denn der Grund, dass Chinas Emissionen gesunken sind? Frau Hock hat, glaube ich, gesagt, es liegt vor allem noch an den Nachwirkungen der Pandemie. Aber gibt es da auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen? Das hat mit dem Bausektor zu tun in China, dass dort dann auch die Zementemissionen runtergegangen sind, weil man einfach im Immobilienmarkt noch im Zuge der Lockdowns von Covid Rückgang sieht. Und auch, ich glaube, auch die Elektrizitätsnachfrage war verringert. Genau, die Energie, auch der Energiekonsum war insgesamt geringer noch in dem Jahr in China. Mhm. Gut, Frau Hauck, ich schaue auf Sie, denn es kamen zwei, drei Fragen zur Frage der Rolle der Ozeane als Senke tatsächlich. Die Senkenleistung der Ozeane ist zurückgegangen, haben Sie erklärt, ne? Und ich erinnere, also so in meinem Chemiestudium hätte man mir immer gesagt, okay, mehr CO2 in der Gasphase, dann wird mehr auch im Wasser gelöst. Jetzt haben wir ja mehr CO2 in der Gasphase. Warum nimmt die Senkenleistung der Ozeane ab? Und gibt es eine Idee, wie sich das künftig weiterentwickelt bei fortschreitendem Klimawandel? Ja, also wichtig ist erstmal zu verstehen, die CO2-Aufnahme der Ozeane nimmt nicht ab, aber sie wäre ohne den Klimawandel noch größer.
Also der Ozean nimmt weiter kontinuierlich etwa 26% der CO2-Emissionen auf. Ohne den Klimawandel wäre das eben noch 4% mehr. Also die CO2 löst sich in Meerwasser, weil Ozean und Atmosphäre, wie Sie schon gesagt haben, genau richtig ein chemisches Gleichgewicht erreichen wollen. Der Ozean enthält deshalb so viel mehr CO2 als zum Beispiel andere Gase wie Sauerstoff oder Stickstoff, weil das CO2 auch mit dem Wasser reagiert und eben sich in verschiedene chemische Formen dann zersetzt und aufspaltet. Wenn man in die Zukunft guckt, dann haben wir das schon im IPCC-Bericht gesehen, wo verschiedene Szenarien verglichen werden, dass dieser Klimaeffekt, also die Dämpfung der CO2-Aufnahme von Ozean und auch von Land, dass der natürlich sehr viel größer ist, wenn wir in Hochemissionsszenarien sind. Also die natürlichen Senken Ozean und Land können uns sehr viel mehr helfen, eben auch wenn wir in Niedrigemissionsszenarien bleiben. Je weniger CO2 wir ausstoßen, umso weniger wird der Klimawandel diese Senken reduzieren. Wie mache ich das eigentlich, die Senkenleistung des Ozeans zu messen? Ich kann mir jetzt vorstellen, bei Frau Pongratz, ich kann mit Satellitenbildern gucken, wo sind Wälder verschwunden, wo kommen neue Wälder hinzu. Beim Ozean stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor. Es ist eigentlich tatsächlich so, Frau Pongratz mag widersprechen, dass wir vom Ozean tatsächlich Beobachtungsdaten haben. Also die Landsenke wird berechnet anhand von Modellsimulationen. Das machen wir für den Ozean auch. Aber zusätzlich haben wir eben auch Messungen, wo der CO2-Gehalt im Oberflächenmeerwasser gemessen wird. Und aus dem kann dann eben der Gasaustausch berechnet werden. Und da ist es jetzt einmal dann ein Vorteil, dass der Ozean nicht ganz so sehr schwankt von Jahr zu Jahr und auch räumlich, wie das eben mit der CO2-Aufnahme an Land ist, sodass man dann anhand von diesen Messungen, die aber tatsächlich immer noch nur etwa 2% des Oberflächenozeans bedecken, dann anhand von statistischen Modellen aufskalieren kann, wie viel CO2 wird im gesamten Ozean aufgenommen. Und Frau Pongratz, bei den Senken an Land ist da einfach der Effekt, das, was Sie erwähnt haben gerade, Entwaldung und deutlich weniger Aufforstung und Trockenlegung von Mooren, oder gibt es auch noch andere Faktoren, die da reinspielen? Auf der Landseite ist immer die Komplikation, dass es wirklich zwei Terme sind, die da gegeneinander spielen. Das eine sind die Landnutzungsemissionen, also alles, was direkt durch den Menschen verursacht ist. Das sind Emissionen oder Aufnahmen in Landnutzung, Hauptsache Landnutzungsprozesse. Und dann gibt es die natürliche Landsenke. Das ist also, dass alle, seien sie gemanagt oder ungemanagten Ökosysteme, CO2 aufnehmen. Global gesehen derzeit zumindest, weil die CO2-Konzentration in ihrer Erhöhung wie ein Düngeeffekt wirkt. Die Pflanzen können dann effizienter arbeiten. Das ist der gleiche Effekt, warum man in Treibhäusern, wo wir unsere Tomaten herkriegen, das CO2 künstlich erhöht. Warum da jetzt der Klimawandel dem gegenspielt, dieser natürlichen Senke, ist Extremwetterereignisse wie Dürren beispielsweise jetzt in den letzten Jahren verstärkt, Verschiebung der Niederschlagsverhältnisse, also diese Landsenke, die könnte noch stärker sein, wenn wir den Klimawandel nicht hätten. Und wenn die Senken ihre also nicht mehr senken sein können wie bisher im Vertrauten, wie bisher, dann würde sich das 1:1 so in den Emissionsdaten widerspiegeln, ja? Die Atmosphärenkonzentration wäre dann betroffen. Wir haben dann die Emissionen und gleichzeitig nicht mehr den natürlichen Senken. Das wäre geradezu fatal, weil ja etwa die Hälfte unserer Emissionen von diesen natürlichen Senken aufgenommen wird. Das machen wir uns oft nicht bewusst, welche fantastische und kostenlose Ökosystemdienstleistung wir hier erhalten. Vom der terrestrischen Biosphäre, vom Ozean, dass die Hälfte unserer Emissionen von denen direkt wieder gespeichert wird. Sonst wäre der Klimawandel doppelt so stark. Ein Kollege bezieht sich auf einen, wie soll ich sagen, auf einen Termin, den sozusagen die UN für nächste Woche festgelegt hat, nämlich die Weltbevölkerung erreicht offiziell die Zahl 8 Milliarden. Und der Kollege fragt, bis 2080 sollen es insgesamt 10,4 Milliarden sein. Welche Auswirkungen auf die Emissionen erwarten Sie? Natürlich hängen die Emissionen mit der Weltbevölkerung zusammen, aber nicht so linear, wie man sich das vielleicht vorstellt. Der Grund ist der, dass ja der Anstieg der Bevölkerung überwiegend in den Ländern voranschreitet, die pro Kopf gesehen die allerwenigsten Emissionen haben. Nur mal ein Beispiel, wenn man sich die Pro-Kopf-Emissionen anschaut, die Sie ja dann Zusatzmaterial auch selber sehen können. Bangladesch liegt da irgendwo um eine Tonne CO2 pro Kopf herum, während USA bei knapp 15 steht. Und deswegen fällt dieses Bevölkerungswachstum zunächst nicht so ins Gewicht. Außerdem, es gibt viele Co-Benefits, die man erzeugt. Ne? Nummer eins, um das Bevölkerungswachstum dann einzuschränken, ist die Bildung der Frau.
was ja aus vielerlei Gründen eben ganz wesentlich wäre. Und insofern kann man da eben auch sehr leicht über den Klimagedanken hinaus sehr viele Effekte aufzählen. Herr Mings, wir haben bei den Grafiken, die Frau Haug gerade gezeigt hat, auch gesehen, dass in der EU die Emissionen tatsächlich sinken. Da frage ich mich doch, wie groß ist denn die Vorbildwirkung, die aus diesen Entwicklungen hervorgeht, oder tatsächlich einfach der ökonomische Sog, weil Techniken entstehen, die dann auf den Weltmarktpreisen oder zu Weltmarktpreisen gut zu halten sind. Also welche Veränderungen könnte das für den Rest der Welt haben und vor allem in welchen Zeiträumen? Zunächst mal den Rückgang selbst zu konkretisieren, das ist tatsächlich ein bisschen ein Trade-off zwischen Emissionsrückgängen im Gasbereich, und das wird halt teilweise kompensiert durch zusätzlichen Kohlekonsum. Ein bisschen mehr Öl wird verbraucht, aber das summiert sich so. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich, kann das eine Sogwirkung haben, wenn Europa es jetzt tatsächlich schafft, den Ausbau der Erneuerbaren sehr stark und sehr schnell voranzutreiben. Aber da würde ich nur sagen, dass es, erfordert noch eine klare politische Anstrengung. Und genau da müssen wir hin, auch in Deutschland. Aber im Moment ist es ja tatsächlich so, dass hohe Energiepreise, ja auch wieder die Exploration, das macht man sich ja auch häufig nicht bewusst. Hohe Energiepreise, wie wir sie haben, bedeuten, dass wir jetzt auch nach neuen Gas- und Ölvorkommen suchen. Wir haben eine Fracking-Diskussion, die angestoßen oder wo Leute versuchen, diese Diskussion anzustoßen, und auch die Exploration auch wieder in der Nordsee. Wir müssen aus den Fossilen raus, und ich glaube, da ist mir noch nicht klar, wie sich das Ganze ausspielt. Aber das Pferd, auf das man setzen muss, das sind die Erneuerbaren, und die müssen schnell ausgebaut werden, sonst gelangen die Klimaziele außer Reichweite. Das bei aktuellen Emissionen würde, also bei den aktuell hohen Emissionen, würde das Budget noch für etwa 9 Jahre reichen, um das 1,5-Grad-Ziel irgendwie noch schaffen zu können. Ich glaube, ich habe die Frage beim IPCC Press Briefing auch gestellt. Also ehrlich, müssen wir da jetzt überhaupt noch über das 1,5-Grad-Ziel sprechen, oder muss man einfach konstatieren, die Zeit ist zu kurz, die wir noch haben? Naja, ich denke, diese 9 Jahre, das berechnet sich ja eben daran, wenn die Emissionen konstant auf diesem Wert liegen würden. Wenn wir tatsächlich anfangen, drastisch Emissionen zu reduzieren, dann streckt sich natürlich die Zeitspanne, die man zur Verfügung hat, auch in die Länge. Aber es ist ganz klar, also das 1,5-Grad-Ziel werden wir nicht erreichen, wenn wir nicht drastisch was ändern. Und das muss vom Gesetzgeber ausgehen mit Vorgaben und Regeln. Frau Pankratz, Sie wollten auch was sagen, und trotzdem noch, aber in der Kürze der Zeit, die wir jetzt noch haben bis 2030, also so rabiate Einsparungen finde ich schwer vorzustellen tatsächlich. Das ist es. Also derzeit sind wir nicht on track, und wir können aber das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Also wir haben die Technologie, wir haben die finanziellen Möglichkeiten. Das ist auch in der Kürze der Zeit, aber es ist vorrangig eine Frage des Willens der Regierungen, der Staaten und ihrer Bürger. Ich denke auch persönlich, auch wenn wir es erreichen können, wir werden das 1,5-Grad-Ziel wahrscheinlich nicht einhalten können, aber dennoch jedes Zehntelgrad zählt. Es zählt auch, ob wir uns nur kurz über das 1,5-Grad-Ziel hinaus bewegen oder sehr lange. Das macht auch große Unterschiede bezüglich der Klimafolgen. Also jede Tonne CO2 einzusparen zählt, unabhängig davon jetzt, ob wir das 1,5-Grad-Ziel jetzt wirklich als eine goldene Marke sehen oder nicht. Gerne, Herr Mings. Nur eine kleine Ergänzung. Wir haben das im AR5 schon versucht, sehr stark zu kommunizieren, dass wir so ein bisschen diese langfristigen Ziele, über die haben wir sehr, sehr viel diskutiert. Aber worüber wir sehr wenig diskutieren und was vielleicht auch viel unangenehmer ist, tatsächlich jetzt den kurzfristig von einem Emissionswachstum
in eine Emissionsreduktion, in eine nachhaltige Emissionsreduktion zu kommen. Ich glaube, wenn wir das schaffen als globale Gesellschaft, dann haben wir auch wieder viele neue Optionen, viele neue Dynamiken. Das hat man ja auch bei Solar gesehen. Solche Dinge können dann auch schneller gehen, als das Modelle voraussagen. Aber ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, ist ein schneller Wandel hin zu einer globalen Emissionsreduktionsgesellschaft. Und wir müssen raus aus dem Zeitalter der Fossilen. Und da sind aus meiner Sicht diese Langfristziele, über die wir immer und immer wieder reden, gar nicht so hilfreich. Ich glaube, das muss das primäre Ziel sein. Und das ist das, was sich Staaten vornehmen müssten, also die globale Gemeinschaft, also der COP, dass man sich Jahr für Jahr in die Pflicht nimmt, tatsächlich zu einer Emissionsreduktion zu kommen. Das wäre aus meiner Sicht total zentral. Frau Pongras, ist nochmal eine Frage gekommen, die auf die Senkenfrage gerade oder da andockte. Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach neue technische Senken zukünftig, also Technologien zur CO2-Filterung aus der Luft, CCS und so weiter? Ich höre Sie nicht, Sie sind noch stumm geschaltet. Dankeschön. Wir haben vegetationsbasierte Senken, die haben wir auch schon angesprochen. Hier geht es jetzt mehr um die, die wirklich rein technologisch funktionieren, wie Direct Air Capture beispielsweise, wo man das CO2 rausholt und dann langfristig wegpackt in geologische Reservoirs, idealerweise dann permanent. Die spielen in den globalen Zukunftsszenarien durchaus eine Rolle. Derzeit sind sie vernachlässigbar. DAX hat keine nennenswerte Größe derzeit im Vergleich zu den Emissionen, die wir haben. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass die Technologie fortschreitet, dass die hohen Kosten, die damit verbunden sind, auch, dass das runtergeht, auch der Energieeinsatz, man braucht viel Energie für DAX, dass das auf Erneuerbaren basieren kann und dass das dann hoch zu skalieren ist. Also man geht davon aus, dass DAX eine ähnliche Größenordnung wie Aufforstung und andere Landnutzungsmaßnahmen Mitte des Jahrhunderts dann Ende des Jahrhunderts erreichen kann. Aber bis Mitte des Jahrhunderts sieht man da eher noch geringe Potenziale, weil einfach die Skalierungsfrage noch eine ganz offene ist bei diesen rein technologischen Lösungen. Und nur fürs Protokoll, weil Sie es mehrfach gesagt haben, DAX steht meinem Verständnis nach für Direct Air Capture and Storage, also für die direkte Entnahme von CO2 aus der Luft. Ich bin mir nicht sicher, ob die Frage gut aufgehoben ist. Ich finde sie trotzdem interessant und möchte sie deswegen nicht unter den Tisch fallen lassen. Kann man eine Korrelation der Emissionszahlen zur Divestmentbewegung feststellen? Gibt es dazu Untersuchungen? Gerne, Herr Minks, ja. Na, die schnelle Antwort ist also erstmal auf globaler Ebene natürlich nicht, weil es wird natürlich, Divestment hat natürlich im Vergleich zu früheren Zeiten insgesamt zugenommen, aber die Emissionen sind trotzdem gestiegen. Viel Schlaueres kann ich dazu nicht sagen. Mein Kollege Nico Bauer vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat dazu eine Studie gemacht, die kann ich gerne dann mal zirkulieren. Wie passgenau die für diese Frage ist, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber genau. Eine Kollegin fragt, sie ist auch beim Eingangsvortrag hängen geblieben und war ein bisschen überrascht, aus der Präsentation zu entnehmen, dass der Anstieg der Emissionen aus Öl vor allem auf den wieder stärkeren Flugverkehr auf der Welt zurückzuführen ist. Und sie fragt, welchen Anteil machen die Emissionen von den Flügen insgesamt aus? Und ist es wirklich also der Faktor, der wirklich vielleicht andere Trends einfach jetzt überdeckt auch? Ja, also die Zahl, die ich im Kopf habe, jetzt sind eben auch, dass die Emissionen aus dem Flugverkehr 2% der globalen Emissionen ausmachen in der Größenordnung. Der Gesamtklimaeffekt ist größer, weil es ja eben auch noch die weißen Streifen dann am Horizont gibt und so weiter, die auf die Strahlung Einfluss haben. Genau, aber es ist einfach so, dass wir in den Zahlen, die uns jetzt eben vorliegen, sehen wir eben auch sehr viel Kompensation. Und das, was aber den klarsten, deutlichsten Trend zeigt und dann eben das Zünglein an der Waage sein kann, ist tatsächlich der Anstieg der Ölemissionen in diesem Jahr. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt schon langsam abbinden. Und wir sind auch eigentlich komplett durch die Fragen durchgekommen. Und ich, da wir die Punkte meiner eigentlichen Abschlussfrage schon auch alle aufgegriffen haben, möchte ich mich jetzt bei der Frage eines Kollegen bedienen, der es mir hoffentlich nachsieht, dass ich die Frage jetzt einfach klaue. Ich lese die Frage mal vor. Ihre Zahlen sind dramatisch, aber sie liegen im Trend der Zahlen der letzten Jahre. Mit diesen Daten und den daraus zu ziehenden Erkenntnissen lässt sich offenbar kein politischer Umschwung erreichen.
Es reicht nicht, wenn ein Krieg und eine Energiekrise dazwischen kommt. Wo sehen Sie Defizite bei der Umsetzung? Sind die Medien deutlich genug? Braucht es mehr junge Menschen, die sich auf Straßen kleben oder mehr Kartoffelbrei auf Gemälde werfen? Was wünschen Sie sich? Und ich würde gerne nochmal, weil wir zum Abschluss sind, jetzt hier gerne nochmal die Runde machen. Frau Pongratz, was würden Sie dem Kollegen antworten? Dass er sicherlich mit dem Punkt der Kommunikation einen guten hat. Ich glaube, die Zahlen liegen sehr gut auf dem Tisch, die sind bekannt. Wir bemühen uns auch um bessere Kommunikation aus der Wissenschaftsgemeinde hinaus. Es ist ein wicked problem, ein sehr komplexes Problem, die ganze Klimaschutzproblematik. Wir haben aber auch gesehen in der Covid-Krise, dass mit transparenter Kommunikation aus der Wissenschaft hinaus sehr viel erreicht werden kann und vielleicht auch der Bevölkerung auch im Bereich des Klimaschutzes mehr zugemutet werden kann, als wir das derzeit tun. Darüber hinaus müssen wir uns im globalen Norden der Verantwortung bewusst werden, die wir tragen für den historischen Klimawandel, für die derzeitigen Emissionen, auch über Finanzausgleiche und Ähnliches sprechen, wie es ja auch jetzt in Ägypten getan wird. Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass viele der Emissionen, die in anderen Ländern entstehen, auf unseren Konsum zurückzuführen sind hier im globalen Norden. Und wir müssen uns wirklich an die Umsetzung machen. Die Verpflichtungen sind teils sehr gut in den Ländern, konform mit dem Paris-Abkommen. Aber diese Umsetzungsfrage, das ist eine, die wir wirklich mit viel, viel mehr Nachdruck angehen müssen. Frau Haug, mich würde auch Ihr Resümee interessieren und auch nochmal an den Teil der Frage gerne blicken. Sind die Medien deutlich genug? Braucht es mehr junge Menschen? Was wünschen Sie sich, aber eben auch die Defizite, die Frau Pongratz auch gerade schon angesprochen? Ich würde mir durchaus auch wünschen, dass die Medien deutlicher sind und auch nicht nur zu einer Zeit, während eben die COP gerade stattfindet, sondern dass es das ganze Jahr über ein Thema bleibt und deutlich in den Medien ausgesprochen wird. Braucht es mehr junge Menschen? Ich würde sagen, es braucht gesamtgesellschaftlich mehr Menschen. Es braucht nicht nur die jungen Menschen, sondern es braucht die ganze Gesellschaft, die daran mitarbeitet und mitzieht. Und es braucht eine Politik, die erklärt, warum gewisse Richtlinien und Vorgaben notwendig sind. Und ich denke, dann kann man das den Menschen durchaus zumuten. Und dann gibt es da ein Verständnis und dann ziehen die Menschen auch mit. Dankeschön. Und zum Schluss, Herr Minks, gerne noch Ihren Output, hätte ich was gesagt, aber ich meine Ihren Input zu dieser Frage. Ja, also ich, wenn wir von den jungen Menschen sprechen, dann würde ich mir insbesondere wünschen, dass sie wieder auf die Straße gehen, weil das hat wirklich wahnsinnig viel bewegt. Wir erinnern uns alle in Deutschland, 2019, auch der CO2-Preis, all das wäre sonst nicht möglich gewesen. Aus meiner Sicht. Und das wäre mit Sicherheit, das wäre mit Sicherheit hilfreich. Ich wünsche mir, wie man ja schon in der Frage durchhören kann, Defizite werden jetzt in der Politik eine große Rolle spielen. Und ich wünsche mir, dass wir die Klimafrage bei der ganzen defizitären Haushaltssituation nicht vergessen. Und ansonsten für die Klimapolitik an sich wünsche ich mir, dass man sich vielleicht daran messen lässt, wie schnell man jetzt wirklich die Trendwende hinbekommt, weil das ist, was wir schaffen müssen. Wir können uns nicht eine weitere Dekade von steigenden Emissionen leisten, sonst sind wir nämlich beim 2-Grad-Ziel da, wo wir in 10 Jahren, wo wir jetzt beim 1,5 Grad stehen. Und das ist etwas, was wir uns nicht zumuten wollen und können. Und das wollen wir vor allem auch unseren Kindern und Kindeskindern nicht zumuten. Vielen Dank dafür. Wir kommen dann jetzt gleich zum Ende und versprochen zum letzten Mal, aber ich möchte trotzdem noch mal darauf hinweisen. Alles, was hier gesagt wurde, steht unter Embargo bis Freitag, 11.11.2022 um 1.01 Uhr nachts. Ich hatte auch angekündigt, dass wir Ihnen einen Link schicken können, in dem Sie diverses Material finden. Die Präsentation von Frau Pongratz und Frau Haug, Sie finden das Global Carbon Budget und auch die Key Facts dort zusammengestellt. Schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@sciencemediacenter.de, wenn Sie das wollen, und wir schicken Ihnen gerne diesen Link. Schreiben Sie uns auch gerne eine Mail, wenn Sie ein Video oder ein Audio-Mitschnitt wollen. Wir werden das Transkript nach Ablauf der Sperrfrist auf die Homepage stellen. Und wenn Sie das vorher brauchen, schreiben Sie uns gerne. Noch heute könnten Sie eine Rohfassung haben und dann am Donnerstagvormittag auch die finale überarbeitete und korrigierte bei den lustigen Übersetzungen. Frau Pongratz, Frau Haug, Herr Minks, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben in Ihren vollen Tagen hier, uns A, das zu präsentieren und B, auch auf die Fragen der Kolleginnen und Kollegen einzugehen. Und an Sie da draußen, vielen Dank für Ihr großes Interesse, für Ihre Fragen und gutes Gelingen bei der Berichterstattung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.